als Lied über, also was mich emotional mit Abstand am meisten packt, ist Free Falling von Tom Petty. Das ist einfach so, wow. Also wenn ich das einfach dann halt auch, also die, genau, die, einfach die Akkorde höre, ist halt immer so, Hilfe, was passiert jetzt? Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast, heute mit meinen zwei ganz speziellen Gästinnen, und zwar den Hannah Twins in the House. Herzlich willkommen, Hannah. Yo, Lisa. Yes! Hello. Endlich hat's gestartet, hat's geklappt. Hey, wie geht's euch? Sehr gut. Sehr gut. Und vielleicht für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, wer die Hannah Twins sind, geht einfach auf fucking Wikipedia und liest es einfach selber durch. Ne, Spaß beiseite. Ich habe eine ganz kurze Zusammenfassung für all diejenigen, die jetzt vielleicht doch nicht hundertprozentig mehr wissen, wer hat denn was damals gewonnen. Für diejenigen mache ich ein kurzes Intro. Die Anna war übrigens im Mai letztes Jahr, 2020, warst du ja bei uns beim Achilles Running Instagram Festival dabei, hast geil gebacken. Ne? Das war geil. Voll. Ja, richtig geil gebacken. Ist auch wieder richtig schön. Wir nehmen gerade im Dezember auf, richtig Backsaison. Ne? Aber okay, das ist vielleicht ein Thema für später, wenn du uns dann deine geilen Backrezepte verraten merkst. kurzes Intro. Genau, also die beiden haben noch drei weitere Geschwister. Fun Fact. Kommen aus einem sehr kleinen Dorf mit ungefähr 300 Einwohnerinnen. Also sind in der Natur groß geworden, kann man vielleicht mal sagen. Und haben dann relativ spät das Laufen für sich entdeckt. Und ich will jetzt auch nicht alle Details nochmal aufwärmen. Das kennt man ja auch aus vielen Gesprächen, die ihr schon geführt habt. Aus vielen YouTube-Videos, die ihr bestimmt auch schon, also ihr da draußen an den Empfangsgeräten schon mal gesehen habt von den beiden. Die beiden haben mit 17, 18 Jahren das Laufen für sich entdeckt. Und das auch durchaus erfolgreich, würde ich mal sagen. Die Anna hat einfach mal ganz lässig die Bestzeit im Marathon von 2:26 gestemmt. Das ist, da hat man schon echt Wind im Haar, ey. Junge, 2:26. Das sind so Sphären, da kann ich auch, kennt ihr das, wenn man so ein bisschen so die Kilometergeschwindigkeiten so im Kopf parat hat, aber nur in seiner eigenen so Geschwindigkeitszone? Ich bin dass ja man halt dann eher irgendwann so, nur noch ungefähr weiß, genau, hört also sich genau schnell an. Genau, und bei 2:26 ist so, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, in Minuten pro Kilometer. Ich habe halt nur so Zeiten im Kopf, wenn mir jemand sagt, ich laufe so 3:30, also Marathon, 3 Stunden 30, dann weiß ich, ah ja, okay, dann läuft ungefähr so eine 4. 3:30 ist gar nicht 4, schlecht, aber 3:28, ja? Also Minuten pro Kilometer für Anna. Pro Kilometer, ja, boah, Bestzeit. Siehste. So kannst du es dir merken dann. Ich bin schon wieder abgekommen. Ich will euch einfach nur kurz vorstellen. Mann, Namri reißt dich am Riemen, Namri, ey. Genau, die Anna hat dann auch noch einen Bachelor gemacht. Bachelor of Education an der Uni in Mainz. Zwar über katholische Theologie und Französisch. Die Lisa war auch in derselben Uni in Mainz. Hat dort neben Französisch Mathematik gemacht. Also okay. Das heißt, wer Fragen hat zum Pythagoras und Co., Lisa@achilles-running.de Spaß. Die beiden sind natürlich außerdem noch Olympionikinnen. Wow, das ist ja echt, das ist immer Hammer. Und haben, wie gesagt, auch ein paar Marathons gewonnen. Bei Lisa war das einfach mal, ja, deutsche Meisterin in Frankfurt 2015 damals, die Anna in Wien und Hannover abgetiert. Ja, alle hinter sich gelassen, das Band durchschritten als Erste. Also eine der besten, also die beiden besten mit die besten Europäerinnen im Marathonbereich habe ich heute hier im Podcast, und da freue ich mich sehr drüber und ich hoffe, dass wir euch einfach nochmal, vielleicht auch mal neu vorstellen können für manche von uns hier, auch vielleicht für mich. Ich habe ja auch viel gelesen über euch, viel gesehen und dachte mal, jetzt machen wir mal ein ganz einfaches Gespräch, nicht so eine knallharte so AB-Frage oder im Sinne von ne, Frage-Antwort, sondern eher so ein bisschen entspannter vorgehen. Apropos AB. Wir haben uns ja das letzte Mal persönlich gesehen im August 2018. Einfach auch schon über 3 Jahre her. Krass, wie ihr gewachsen seid. Ich bin geschrumpft. Ab einem gewissen Alter schrumpft man ja nur noch. Ne? Gut, dass du nicht sagst, alt geworden seid. Danke. Nee, natürlich nicht. Genau, da haben wir es gesehen im Rahmen der Leichtathletik-EM.
im Adidas Store am Kudamm in Berlin und hatte da ein paar Fragen an euch, ne? Also so Sekt- oder Seltas-Fragen. Und natürlich, tusch, habe ich heute wieder Fragen dabei. Yay! Nicht gesprochen, wie wir es genau machen möchten, weil wenn jetzt die eine Frage und die andere hört dann zu, soll ich einfach mit Lisa anfangen und Anna muss dann irgendwie den Ton ausmachen bei sich, dass du die Antworten nicht hörst? Sollen wir es so rum machen? Ist es nicht besser? Okay. Okay, ich mache jetzt Daumen hoch, wenn du wieder hören sollst. Ah, genau. Okay, A oder B Fragen, ne? Ganz easy, so Cola oder Fanta. Und du antwortest einfach, was dir halt so dazu einfällt, ne? Selfie oder Autogramm? Autogramm. Rio oder Frankfurt? Rio. Kochen oder Essen? Ich darf nur eins sagen oder darf ich irgendwie so selbstgekochtes Essen sagen? Nee, nur eins. Ganz streng hier, ganz streng. Essen, geil, ich auch. Obwohl, kochen ist nämlich auch geil, das ist schon recht, das ist schwer. Schwimmen oder Radfahren? Radfahren. Bier oder Wein? Wein. Training oder Wettkampf? Wettkampf. Lisa, Halbmarathon oder Marathon? Marathon. Carbon oder EVA? Carbon. Trail oder Straße? Straße. Musik oder Podcast? Musik. Sorry. Kalte Dusche? Kalte, hab ja nicht gesagt, ach, das Running Podcast. Mir doch egal, was du hörst. Das wäre eine Ausnahme. Kalte Dusche oder Eisbaden? Eisbaden. Alright, that's it. Anna kann wieder zurück reinkommen. Sieht sie mich? Hört sie mich? Sie kann wieder. Yes, yes. Okay, okay. Das ist dein Herzblatt. Also, wir sind durch. Anna, dieselben Fragen für dich. Cool, dann so ich kann zuhören. Antworten. Oder? Du darfst zuhören, ja, darfst zuhören. Ja. Stimmt, stimmt, dürfst dann zuhören. Das ist halt irgendwie ein bisschen gemein. Aber so ist es halt manchmal, ne? So ist es dann einfach. Da musst du nachher einfach reinhören, Anna, was die Lisa gesagt hat. Ich war bei Geburt die Schnellere, da von daher ist es in Ordnung. Ich durfte ja quasi die Geburt von Lisa mit anschauen. Genau deswegen habe ich Lisa zuerst genommen. Also, Anna, Selfie oder Autogramm? Autogramm. Rio oder Frankfurt? Rio. Kochen oder Essen? Kochen. Schwimmen oder Radfahren? Radfahren. Bier oder Wein? Bier. Das war eine sehr schnelle Antwort. Die Kundigen keine Überraschung. Training, genau, ja. Training oder Wettkampf? Wettkampf. Okay. Halbmarathon oder Marathon, Anna? Marathon. Okay. Carbon oder EVA? Ich sage jetzt Carbon. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was EVA ist. Ach, das ist dieses andere Mittelsohlenmaterial. Okay. In Carbon. Trail oder Straße? Ach, ist es... Oh, hartes Placement hier. Ah, stimmt. Trail. Trail. Okay. Musik oder Podcast? Musik. Sorry. Du. Okay, that's funny. That's funny. It's true. Kalte Dusche oder das Eisbaden? Eisbaden. Okay, geil. Eisbaden. Ja, das habe ich ja. Das waren alle Sachen, die wir durch hatten. Es gibt doch kein richtig oder falsch. Es ist einfach nur für mich zur Erheiterung. Ne? Und hatten wir viele Überschneidungen? Wahrscheinlich. Soll ich mal gerade mal zählen? Okay, mal krass mal. Also bei Kochen oder Essen wart ihr ja unterschiedlich. Anna hatte Kochen, diese hatte Essen. Beide lang überlegt. Und dann Bier und Wein. Nicht. Bier und Wein ist anders, ne? Also bei Anna Bier. Bei Lisa Wein. Hätte ich auch und fragen können, was für ein Wein, aber das war mir zu spezifisch. Und dann noch, genau, Trail oder Straße. Da hatte Anna Trail und die Lisa hatte Straße. Ansonsten same. Ja, interessant. Und irgendwie auch nichts sagen, ne? Ist einfach nur für mich, wie gesagt, zur Erheiterung. ja, lass uns einfach anfangen. Was habt ihr eigentlich jetzt, ganz blöd gesagt, was habt ihr eigentlich vorm Laufen gemacht? Also,
als ihr jünger wart? Ah, wir haben sportmäßig, also quasi alles immer machen wollen und auch gemacht. Tischtennis gespielt, viele, viele Jahre, also so im Verein, in der Mannschaft, in der Jugend, Hessenliga, dann noch als Ältere dann Bezirksoberliga, Jiu-Jitsu gemacht. Da war unser großes Ziel, dass wir den Schwarzgurt machen. Wir haben es bis zum Braungurt geschafft, also dem höchsten Schülergrad. Dann kam eine gebrochene Zehe, ein gebrochener Finger und das Laufen dazwischen. und dann haben wir Fußball gespielt in der Schule. Dann waren wir Bademeister, sind dort viel geschwommen. Also viel unterwegs, also so bewegungstechnisch. Und halt auch noch viel Musik gemacht, gell? Also Gitarre gespielt, dann in der Schülerband, E-Gitarre, im Orchester, Waldhorn und Posaune. Eigentlich war unsere Woche immer sehr, sehr ausgefüllt. Und ich glaube, das war der Grund, dass das dann mit dem Laufen so geklappt hat, weil wir mussten uns so irgendwie entscheiden, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht, weil dafür mussten wir halt andere Dinge irgendwie dann sein lassen. Und dadurch war das schon so gleich nicht so, ach, wir probieren es mal aus, sondern so, okay, wir wollen das wirklich machen. Aber es ist total krass. Ihr habt so viele Sachen jetzt gerade genannt, die ihr gemacht habt. Und ich kenne das ja aus der eigenen Jugendzeit noch, wenn man da versucht, ja viele Sachen. Und es nimmt ja wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Und dann seid ihr ja super aktiv. Das heißt, habt ihr das gemacht, wieso habt ihr so viel gemacht? Also war das einfach, weil ihr Bock drauf hattet? Oder einfach Bock aufs Neue? Oder was war der Hintergrund? Und also das, was wir haben nicht viel irgendwie immer wieder neu angefangen, sondern das war, unsere Eltern haben uns immer alles machen lassen. Das einzig Wichtige war, dass wir es alles, was wir anfangen, auch regelmäßig machen und dass es dann halt nicht mehr gibt, ach, diese Woche habe ich keine Lust oder nach 2 Monaten, ach, ich will doch wieder was anderes ausprobieren. Also das heißt, es war kein Ausprobieren, sondern ich glaube, wir haben das geliebt, dadurch auch mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zusammen zu sein. Also es war halt irgendwie, jede Sportart hatte dann halt wieder so die eigene Clique. Und dann in der Schule hat man ja nochmal die Freunde, dann zu Hause wieder die Freunde, die Familie. Und ich glaube, das ist was, was ich jetzt rückblickend sagen würde, dass wir halt uns schon immer super gern mit unterschiedlichen Menschen umgeben haben. Und ja, dadurch halt irgendwie auch viel über uns selbst immer wieder neu gelernt haben und halt irgendwie so neue Perspektiven eröffnet bekommen haben. Ja, und dazu muss man vielleicht sagen, dass wir nichts leistungssportmäßig gemacht haben, sondern das war alles so, es hat Spaß gemacht. Tischtennis haben wir, ich glaube, wo wir es am meisten gemacht haben, vielleicht 2-mal die Woche trainiert und am Wochenende ein Spiel gehabt, was jetzt im Vergleich zum Laufen halt irgendwie gar kein Training war. Das war alles nur so. das war halt alles so Freizeitaktivität. Also wir haben immer geschaut, wie können wir die Woche planen, wie viel können wir reinpacken und ach, da können wir noch das machen. Und es war für uns echt immer eine große Freude. Ich meine, dann habt ihr mit dem Laufen angefangen und ich glaube, Anna, du meinst es eben gerade, dass die Eltern gesagt hätten, wenn ihr was anfangt, dann solltet ihr es auch sozusagen zu Ende bringen oder länger dranbleiben. Aber fürs Laufen habt ihr auch viel aufgegeben. War das nicht schwer? Weil auf der einen Seite habt ihr so viel gemacht vorher und dann kam dann eine Sache und alles andere ist weggefallen. Ich meine, das ist ja auch ist ein ganz krasser Schritt, finde ich. Ja, schon. Und also erstaunlicherweise war das einfach für uns klar, dass es Laufen das eine sozusagen ist. Also das, was uns halt zu 100% erfüllt oder halt begeistert. Und es ist gar nicht, dass wir das dann halt irgendwie so bewusst so gesagt haben, jetzt müssen wir alles andere sein lassen und wie schade, sondern es war dann halt einfach, okay, wir haben dann halt irgendwie am Anfang 3-mal die Woche oder so laufen halt irgendwie reinbekommen und dann gemerkt, okay, wir wollen besser werden. Das heißt, wir müssen vielleicht 5-mal die Woche laufen. Und dann war halt klar, okay, das funktioniert dann nur, wenn wir halt das eine dann nicht mehr machen. Und dann war es aber halt dann auch in Ordnung. Das war dann halt irgendwie abgeschlossen. Und es war halt irgendwie nicht so im Fokus das, was wir alles nicht mehr machen, sondern eher so das Laufen, was wir jetzt immer mehr machen können und dadurch halt immer besser werden und ja, uns das so viel gegeben hat. Also es war irgendwie schon gleich mehr als ein Hobby. Das war halt irgendwie so eine neue Lebenseinstellung vielleicht auch, die wir dadurch gewonnen haben.
Sind denn diese ganzen Hobbys noch immer irgendwie in einer Form Bestandteil eures Lebens? Also macht ihr noch so Sachen von so Jiu-Jitsu oder Klavierspielen oder Posaune? So als Ausgleich meine ich jetzt. Ja, ist auf jeden Fall noch Teil unseres Lebens. Und ich glaube auch die Leute, die wir da kennengelernt haben oder die uns halt viele Jahre begleitet haben, das ist halt auch ein cooles Gefühl, dass die uns immer noch zum Geburtstag gratulieren oder so mal vorbeikommen und dass wir in Kontakt mit denen sind. Also wir sind immer noch Freunde. Und die haben das auch irgendwie voll verstanden, weil die wussten, wir waren halt vorher voll diszipliniert und konsequent und haben halt alles irgendwie ins Tischtennis investiert und ins Orchester und waren halt immer da. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen jetzt anfangen zu laufen und irgendwie, das ist halt unsere große Leidenschaft. Und dann haben die uns Glück gewünscht, so. Also anstatt zu sagen, oh, es ist ja irgendwie voll doof, sondern irgendwie waren die dann interessiert und fanden das auch cool. Und ja, hier in Berlin, ich spiele immer mal an der Platte draußen und es ist halt cool, wenn ich dann so lang schlender, dann erwarten die halt nicht, dass ich Tischtennis spielen kann, die schon an der Platte sind. Und dann habe ich dann aber meinen eigenen Schläger im Rucksack und das habe ich schon ein paar Mal gemacht. das macht Spaß. Das so ein bisschen so wie bei, Color of Money machen. Kennt ihr den Film? Nee. Das ist dieser Film da mit hier Paul Newman und Tom Cruise, wo die dann so tun, als ob die gar nicht so gut Billard spielen können. Weißt du, dann gehen die so in so Spelunken rein, dann hängen die irgendwie ab oder Tom Cruise macht das irgendwie immer so. Und also, was ist das hier für ein Spiel hier? Was ist das? Ah, muss ein, ah so ein Tischtennisball. Tischtennis ist das, ach so interessant. Und dann können wir spielen, ach, $100, okay. 100 Euro, sorry, ja, kein Problem. Und dann auf einmal packt ihr die Granate aus. So stelle ich mir gerade vor, bam, 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 kommt der Schläger mit dem. Und dann wieder einpacken, abkassieren und ja, nach Hause. Und alle Leute bleiben übrig und denken, was war das gerade, was war das? Ich weiß nicht, aber sie ist verdammt schnell weggelaufen. Genau. Ja, und auch Musik ist noch so ein großer Musik ist noch ein großer Teil in unserem Leben. Also ja, Posaune, Anna, spielst du auch nicht mehr so oft, gell? Ich auch nicht mehr Waldhorn, aber halt Musik hören oder die Gitarre rausholen und auch Musik zur Entspannung, Musik einfach so, das ist immer noch dabei. Habt ihr auch beide genannt, gerade eben beim Sekt oder Seltas Spielchen, ne? Musik. Das heißt, hört ihr aber trotzdem Podcasts irgendwie? Und wenn ja, wann? Ich höre, dann Podcast. Antworte ich mal erst, genau. Ich höre sehr viele Podcasts, ich glaube, weil ich alleine wohne. Und ja, für mich ist es irgendwie eine schöne Art, so abzuschalten. Also wenn ich koche, höre ich entweder Musik oder Podcast. Und ja, es gibt so mehrere, die ich gerne höre, also je nach Stimmung. Und beim Sport machen komischerweise nie. Wenn ich irgendwie auf die Rolle gehe indoor, dann höre ich Musik, aber ich kann keine Leute reden hören, ehrlich gesagt. Das nervt mich dann eher. Aber so, wenn ich Wohnung sauber mache, Wohnung putzen, am liebsten mit Podcast. Ja. Ja, das verstehe ich. Same hier. Also hast du ein paar Tipps für uns, was du so hörst? Also ich höre sehr gerne Interview-Podcast oder ich mag auch den Lanz und Brecht-Podcast, auch wenn ich nicht alles gut finde, was da gesagt wird, aber ich finde es immer interessante neue Gedankenanstöße, so wie die miteinander reden. Hotel Matze höre ich gerne. Hier den Alles gesagt von Zeit, das ist dann eher so wie so ein Soap, wenn der irgendwie so 6 oder 8 Stunden geht, dann kann man wie so eine Serie immer so die nächste Folge hören. Oder Hörbar Rust höre ich auch gern, von Bettina Rust, das ist eigentlich so eine Radioserie, aber die hat immer interessante Gäste da. Ich versuche immer neue Leute kennenzulernen oder die irgendwie erfolgreich sind, zu hören, was die in ihrem Leben gemacht haben. Und es ist halt so krass zu hören, dass jeder irgendwie immer scheitert und weitermacht und halt irgendwie keine Angst hat, Fehler zu machen und Visionen zu haben. Und das finde ich immer sehr spannend. Also ich finde ja auch Podcast hören wirklich, wie du schon sagst, inspirierend. Ne? Also es ist einfach auch, es gibt auch neuen Input tatsächlich. Gerade bei den Podcasts, die du genannt hast, sind es ja auch eher so langsamere Formate, die nicht so reißerisch sind, sag ich mal. Ja. Auch sowas wie Alles gesagt. Es ist wirklich so, dass die so lang sind, man hinterher das Gefühl hat, oh Mann, jetzt hast du irgendwie verstanden, wie dieser Ai Weiwei tickt oder ich weiß nicht. Ah ja, der war so gut, McEwen hat man gehabt. Der war speziell, fand ich. War speziell, man muss ein bisschen drauf einlassen, fand ich auch. Er war auch ein bisschen nervig an manchen Stellen, fand ich. Ja. Aber andererseits, hey, das ist einfach mal hören und ich mach das dann, glaube ich, auch wie du hier so beim Abspülen oder irgendwie, wenn man dann irgendwie Zeit hat. Aber beim Sport würde ich auch tatsächlich seltener Podcast hören, außer es ist so sehr, tatsächlich so Lauf-Podcasts oder Sport-Podcasts geht beim Laufen tatsächlich.
aber wenn es da so irgendwie so deep wird, ist es schwer für mich, weil ich dann irgendwie, manchmal ist mir einmal passiert, dann ich nicht mehr wusste, was ich jetzt gerade mache. Also ich war dann so irgendwie tief drin beim Zuhören. Irgendwie, ja, ich weiß, ich laufe, aber irgendwie war das so ein ganz komisches, unrundes Gefühl. So irgendwie. Dann habe ich damit aufgehört. Immer nur noch, ich habe so eine fiese Lieblingssong, Playlist mit DJ Bobo und so. Wow. Okay, dann möchte ich dir jetzt eine Frage stellen. Was ist dein absolutes Lieblingslied? Also meinst du so mein Powerlied? So, wenn jetzt überhaupt, wenn gar nichts mehr geht, meinst du? Ja. Es gibt ja verschiedene Momente. Das ist eine genau. tolle Frage. Also genau. Und also das ist also nicht zu überdenken quasi, okay. sondern der Song, der dir jetzt einfällt. Ich wollte jetzt gerade in meine Liste reingehen. Nein, das, ne? muss vom Gefühl her kommen. Nicht vom Kopf oder von den Augen. Och, nee, das muss ich jetzt hier kommt meine Spart hier. Also es gibt, du hast was im Kopf und du traust dich nur nicht zu sagen. Nee. Wenn das Taylor Swift wäre, würde ich Taylor Swift wäre, würde ich sofort sagen. Yeah. Taylor ist super. Nee, also ich habe bei mir so tatsächlich, es gibt so, ich habe ein Lied jetzt im Kopf, das werde ich auch gleich nennen. Ich habe also zwei Arten von Liedern, die ich gut finde. Einmal so ein Lied, wo ich mir denke, das sollte kommen, wenn ich mal in so ein Ziel laufen sollte. Ja, also wenn das käme, würde ich heulend wahrscheinlich in die Bande laufen, weil ich den Weg nicht mehr sehe. Ja, und hoffe, dass niemand anders hinter mir ist oder mich gerade überholt. Das wäre von Chemical Brothers, Surface to Air. Das ist das letzte Lied auf, ich glaube, die hieß Push the Button. Das ist ein geiles Lied, müsst ihr mal alle reinhören, wenn ihr Bock drauf habt. Das Lied heißt auf jeden Fall Surface to Air. Und das geht so ganz langsam los mit so einem, so sehr, sehr reduziert. Und dann kommt, also Chemical Brothers ist ja eher bekannt für ne? Ist aber gar nicht so sehr. Und es geht dann bestimmt so eine Minute, anderthalb Minuten, baut das sich so auf, wie so ein, ich denke dann immer an so ein Perpetuum mobile. Wisst ihr, wenn die so, also über Babybetten sieht man es auch manchmal, wenn da so Dinger so, irgendwie so die Bewegung, an daran fühle ich mich irgendwie erinnert. Und dann kommt auf einmal eine Gitarre aus dem Nichts mit so einem ganz simplen Riff, so ganz simpel. Und das ist, als ob die Sonne aufgeht für mich. Boah. Und das ist so, wo ich denke, oh, wenn das kommen würde beim Zieleinlauf, egal bei was, ne, oder einfach am Ende des Laufs, das reicht mir eigentlich schon, dann werde ich richtig emotional. Das finde ich dann, das berührt mich. Das ist so richtig geil. Aber es ist kein Powerlied im Sinne von, ich jetzt schneller werde. Also, aber das wäre das eine Lied. Habt ihr, was sind eure Lieder? Jetzt sind wir schon bei dem Thema. Oh, das war richtig schön erklärt. Ich bin gerade so voll noch in deinem Mut drin. Ja, so als Lied über, also was mich emotional mit Abstand am meisten packt, ist Free Falling von Tom Petty. Geil. Das ist gut. Einfach so, wow. Also wenn ich das einfach dann halt auch, also einfach die Akkorde höre, ist halt immer so, ja. Hilfe, was passiert jetzt? Und also das ist quasi, das schwebt überall. Okay, number one. Genau, und jetzt gerade höre ich sehr gerne von Pearl Jam Unthought Known, das Lied. Okay. Ist jetzt auch nicht so boom, boom, boom und so, aber es ist einfach. Okay. Ja. Nur aufschreiben mal. Mal anhören. Lisa, hast du noch irgendwelche? Ja, also Free Fallen, Tom Petty, absolut auch. Da geht sofort das Herz auf. Und ähnlich ist es bei U2, wenn Bono singt, dann singt er direkt ins Herz rein, also da geht's gar nicht anders als so. Und das neue Album von Michael Patrick Kelly höre ich zurzeit sehr oft, wenn aktuelle Songs gefragt sind. Ja. Okay, krass. Ja, okay, gute Tipps hier am Start, ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Also es ist echt, das war jetzt irgendwie gar nicht geplant, darüber zu sprechen. Aber darum ging es ja heute einfach auch. So also ganz entspannt reden und jetzt immer nicht immer so die Fakten abklappern wollen. Ganz andere Frage. Wie geht ihr mit Kritik eigentlich um? Wie sehr verfolgt euch das? So. Hängt sehr davon ab, von wem die Kritik kommt. Das ist also zwar so ein Spruch, aber ich finde da sehr viel dran. Also nimm Kritik von den Menschen an, die du auch im Rat fragen würdest. Und so spüre ich das. Also da ist halt, ist Kritik, bin ich total offen dafür, weil ich merke,
Also erstens natürlich, dass man ja also sich immer verbessern kann oder halt auch manche Sachen, die man vielleicht nicht so die Intention hatte, dass es so ankommt, dass es dann bei manchen Menschen so ankommen kann. Und so anonyme Kritik oder halt über Social Media oder so, merke ich, dass ich da mittlerweile in Anführungszeichen gut umgehen kann. Also, dass ich das lese und aber eher so aus einer beobachtenden Rolle, dass ich mir dann eher so denke, so wow, also was muss bei dem Menschen gerade in dem Leben passieren, dass er sowas schreibt, also zu einer Person, die er halt in dem Fall mich gar nicht persönlich kennt. Ja, also aber es war auch ein großer Prozess, also das habe ich nicht immer geschafft, so damit umzugehen. Ja, und ich versuche auch selbst mich immer zu reflektieren, wenn ich irgendwas kritisiere oder sagen will, dass das, man macht irgendwie so leichten also es passiert leicht, dass es wie ein Vorwurf klingt, aber man will ja mit der Kritik, also sich erstmal zu überlegen, was will ich damit erreichen? Will ich jetzt einfach nur irgendwas kritisieren, weil ich ein Verhalten nicht mag, oder will ich die Person irgendwie besser machen? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, wie die Kritik vorgetragen wird, ob ich mich irgendwie da öffne und die annehme oder ob ich irgendwie so denke, was soll das jetzt so, und mich zurückziehe. Aber ich versuche das dann, selbst wenn ich es erstmal als Angriff sehe, dann für mich so zu übersetzen, dass ich die Kritik irgendwie verstehen kann oder annehmen kann und vielleicht auch daraus lernen kann. Ja, ich finde es auch, also Kritik so vor allem schriftlich, ne, kann echt komplett anders ankommen. Ne? Ich meine, die Nachricht steht ja immer beim Empfänger, bei der Empfängerin, und so ein 1:1 Gespräch, wenn man nach so einem irgendwie, keine Ahnung, nach einer schriftlichen Kritik mal mit der Person spricht, dann merkt man, also habe ich auch schon gemerkt, dass es manchmal ganz anders gemeint war oder halt irgendwie ganz andere Richtung irgendwie damit erwähnt werden sollte. Ich habe halt, das wollte ich jetzt nur kurz einmal erwähnen von meiner Seite aus, weil ich es einfach auch damals nicht verstanden habe und jetzt auch nicht. Und das ist ja auch, also ich spreche jetzt Rio einmal an, weil das auch ein Thema war, das vielen Medien war, und viele haben das halt zum ersten Mal so, haben die euch auch wahrgenommen, auch vielleicht außerhalb des Läuferrades. Ich habe halt nicht gecheckt, warum Leute, und es waren ja auch echt Leute, die mit Laufen zu tun hatten, ne? Also damaliger Sportdirektor vom DLV, fand ich, okay, du kannst natürlich deine Meinung sagen und sag, was du willst, es ist okay, aber also es war so als Recap, da wurde halt kritisiert, dass die beiden Hana-Twins, die ja, ich meine, waren bei der fucking Olympiade, dafür muss ich erstmal qualifizieren, da kommt nicht Hinz und Kunz hin, ja. Da gibt man alles, aber geht da hin, man ist geil und wahrscheinlich auch dankbar, dass man dann teilnehmen darf, und natürlich versucht man einen guten Platz zu belegen, aber ey, das Sport ist nicht hundertprozentig planbar. Es ist mal so und mal so. Und dann seid ihr, was ich total schön fand, Händchen halten, durchs Ziel gelaufen. Ich dachte so, geil. Geiler Spirit, das ist der Spirit, den ich cool finde, den ich auch bei Achilles Running übrigens auch cool finde. Diese Teil Entspanntheit, sich gegenseitig unterstützen, sich mögen, die Zuneigung auch zeigen. Und die Performance spielt auch irgendwie eine Rolle, aber ist doch nicht es ist nicht so im Vordergrund, wie es halt bei manchen offenbar der Fall war. Und es hat mich unglaublich gefuchst damals, wie Leute gesagt haben, oh, die haben dieses gespielte Glück da, jetzt laufen die da zusammen dadurch, ist doch ein Wettkampf, warum machen die sowas, das ist irgendwie unwürdig für Olympiaden. Ich habe gedacht, erstens, lauft einfach selber schneller, wenn ihr es könnt, ja, erstmal das. Und zweitens, wer hat dich um deine Meinung gefragt? Okay, das war der Rant of the Day an der Stelle. Aber ich finde es natürlich geil, dass ihr da irgendwie jetzt den Abstand, ich will das auch nicht hochkochen lassen. Und wie gesagt, ich respektiere die Meinung der anderen, aber ich finde es schön, wie Anders gerade gesagt hat, es kommt darauf an, wer das sagt. Und es war wahrscheinlich trotzdem scheiße letzten Endes. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, wie es damals war, weil auf einmal war die krass in den Medien. Ich glaube, die New York Times hat sogar darüber berichtet, wo ich aber trotzdem, komm, was war mit dem Spruch, dabei sein ist alles? Irgendwie doch nicht, dann müsst ihr auch nicht so rumheucheln, bitte. Dann könnt ihr direkt sagen, geht nur hier um ersten Platz, dann tut doch nicht immer alles so scheinheilig, aber okay, hier gab mich da, was Olympiade angeht, will nicht weiter zu reden, weil... Ja, ich möchte aber tatsächlich noch dazu sagen, nämlich das ist was wir halt dadurch so gelernt haben und was mir oder uns ein Anliegen ist, da jeden dazu zu sensibilisieren, weil es immer leicht ist, auf so einen Zug aufzuspringen. Also wenn halt alles in eine Richtung geht, dann denkt man so, ja, das muss ja so sein, und sage ich auch noch was, mach das auch noch. Und
ja, dann das sich klar zu machen, egal, also dass es immer um eine Person geht. Also das ist kein Objekt, sondern das ist ein Mensch, der halt irgendwie Gefühle hat und der damit klarkommen muss. Und wir hatten das, oder wir haben das große Vorteil, erstens, dass wir zu zweit waren, eine sehr enge Verbindung haben, dass wir eine Familie haben, der egal ist, wie schnell wir laufen oder halt wie schnell wir nicht laufen, die uns das Gefühl gibt, wir lieben euch einfach, weil ihr Menschen seid. Und ja, das eben auch, also das ist, ich deswegen kann ich auch, also wenn ich an irgendwelchen Klatschzeitschriften vorbeigehe, denke ich immer so, wow, also was für die Auflage alles gemacht wird. Und wo ich mir auch denke, das muss jeder, also jeder, der dafür schreibt, eben mit seinem Gewissen ausmachen. Und so überleg dir, das ist ein Mensch, das ist eine Person. Und auch wenn jemand in der Öffentlichkeit steht und sehr stark wirkt, hat ja Gefühle. Also natürlich zeigt man nicht öffentlich, dass man verletzlich ist. Und ja, aber trotzdem, dass es halt dieses Reißerische, ja, was ist, wo wir für uns zumindest festgestellt haben, dass wir sehen, dass so mit jemandem umgegangen wird, wenn wir da irgendwie den unterstützen können oder so oder den halt dann persönlich kennen, dann schreiben wir eine Nachricht einfach, um zu zeigen, hey, so, wir verstehen dich und bleib so, wie du bist, nimm dir das nicht zu Herzen, weil wir gemerkt haben, wie wichtig das für uns war, dass wir halt auch Zuspruch von so Menschen bekommen haben, weil in dem Moment man sich einfach so total unverstanden fühlt, ja. Ja, also die ganzen Weekend Warriors da draußen, ne? Husch, husch, zurück in eure Körbchen, macht nicht so viel Scheiß. Das ist wirklich, also ich finde es super, dass ihr es nochmal so auch klargestellt habt und das war mir echt nochmal ein Anliegen, das so kurz zu thematisieren. Ich finde es auch interessant, bei Social Media zu sehen, dass es auch bei unseren Postings, die wir manchmal so haben, es ist halt auch immer wichtig für uns, sozusagen den Vibe eines Postings direkt am Anfang so auch mit zu kontrollieren, sag ich mal, oder mit zu beobachten, nicht kontrollieren, zu beobachten. Wir lassen ja alles zu an Meinung. Aber klar, wenn am Anfang die ersten Kommentare negativ sind, habe ich auch schon so jetzt so gefühlsmäßig, ja, das ist rein anekdotisch natürlich, immer wieder gesehen, dass dann eher alles negativ wird. Ne? Ja, genau, ist schlecht, ja, finde ich auch total blöd. Und die haben nicht mal weiße Tischdecke da im Restaurant. So, ne? Also so auf dem Level ist das. Aber wenn die ersten Kommentare toll sind, so, wow, da schmeckt der Burger noch so, wie ein Burger schmecken soll, dann kommt der nächste, ja, genau, und die Gabeln sind so schön, ja, genau, und das Bier schmeckt nach Bier, ja, toll. Also ist alles dann sehr positiv. Es ist, glaube ich, die Psyche von uns, ich weiß auch nicht, da lieber so in der Gruppe zu sein, vielleicht in der Masse auch sozusagen sich zu verstecken, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Wie dem auch sei, dieses Polarisieren ist einfach das Nervige an der Stelle, finde ich. Und ja, trotzdem muss man miteinander diskutieren, das ist natürlich auch klar. Aber um von meiner Seite aus sozusagen noch gerne abzuschließen, beim Thema Rio fand ich, es gab nichts zu diskutieren. Es war einfach so, lass doch machen, wie die wollen. Ist doch irgendwie, ist mir doch egal, ob die jetzt Händchen halten oder rückwärts laufen durchs Ziel. Ist doch egal an der Stelle. Aber ja, vielleicht, ich weiß nicht, jetzt ranch ich mir so rum, vielleicht ist das Gefühl auch da, ich weiß nicht, ist es, dass jeder das Gefühl hat, man muss eine Meinung haben auch vielleicht. Also man muss, glaube ich, nicht immer eine Meinung haben. Ja, ich glaube, man darf auch einfach mal sagen, oder kenne ich mich gerade gar nicht aus, die Hintergründe, ich habe es mitbekommen, crazy, was da abgeht, ich selbst kann dazu nichts sagen, aber mir tut die Person leid, die so angefeindet wird irgendwie so. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Jetzt muss ich mir ein bisschen runterkommen. Und um runterzukommen, habe ich mir ein kleines Spielchen noch überlegt. Weil natürlich, ich habe ja selber zwei Kinder. Wenn ich jetzt sagen würde, wir lieben Spielchen, würde ich lügen. Aber wir freuen uns. Na, Quiz oder so? Quiz. Es kommt jetzt ein Quiz-Time. Ja. It's Quiz-Time. Yeah. Quizzes with the Hanas. Und yes. Zwar habe ich gesehen... Wichtigste Frage, was ist der Gewinn für die Siegerin? Also, das überlege ich mir noch. Je nachdem, wer gewinnt. Spaß. Ich habe einen Deep Dive gemacht. Das wissen wir. Ja, als Anna. Hinweis. Also, Bier. Falls ich gewinnen werde. Wow. Okay. Also, wisst ihr schon mal, wer hier das Show-Off ist an der Stelle? Yeah. Das war Anna an der Stelle. Ne? Lisa lächelt einfach nur süffisant und... Ich jetzt, konzentriere mich. Wahrscheinlich durch. Ihr wisst gar nicht, was es geht. Ihr wisst doch gar nicht, was es geht, ja. Das ist aber quasi schon mal die richtige Energie mit reingeben. Ah, okay, ich fühle ihn. Also es geht um, wir machen ein Quiz über Chemie. Die
Oh, das sind wir beide. Die haben wir beide abgewählt in der 11. Klasse. Ja, siehst du, boom. Ich auch. Boom. Ich habe es abgewählt ab der 11. Ich glaube auch ab 11. Auch ja. ab 11, glaube ich. Mittlerweile sagt man ja hier Chemie. Ich bin in Bayern und ich würde nicht überleben, wenn ich weiter Chemie sagen würde. Ach, stimmt. Du bist ja am Chiemsee, ne? Mhm. Am Chiemsee. Am Chiemsee. Am Chiemsee. Okay. Tja. Wenn ich China also, sagen Quiz. Kann oder Chemie. Ich bin bereit. Ja, also sorry, jetzt seid ihr so, bei Chiemsee denke ich immer an diese komischen Shirts. Kennt ihr diese Chiemsee-Marke? Ja. Und die war doch früher so in und ich glaube, ja, die kommt gerade. Ich glaube, die macht gerade ein Revival. Ich glaube, es ist ein Revival. Ich habe es letztens in der Berliner U-Bahn schon ein paar Mal gesehen. Ich habe früher jahrelang nicht gecheckt, was das Logo bedeuten sollte. Habe immer drauf gestartet, was ist das eigentlich? Habe es nicht gecheckt. Ist das nicht so ein Mann irgendwie, der ins Wasser springt? Ja, das ist ein Acapulco-Todesspringer. Ach so, ja, aber was hätte das sonst sein sollen? Ja, ich habe es nicht verstanden, was das ist. Also, was ist das für ein komisches Logo? Aber Chiemsee check ich. Aber den Rest, das Logo fand ich immer weird. Ne? Da habe ich gemerkt, ach, das sind so die Füße. Man sieht den Typen von hinten, wie er so springt und die Arme ausbreitet. Es war so ein bisschen wie bei diesen Sylt-Kennzeichen. Kennt ihr diese Sylt-Kleber bei den Autos? Also das, ja, manchmal hatten so Autos hinten so eine Art, ja, sah aus wie eine Ballerina für mich. Und das war einfach Sylt als sozusagen als die Umrandung von Sylt. Wie witzig. Okay, ich weiß gar nicht, was ich meine. Okay, sorry. Nee, müssen wir irgendwelche komischen... Ja, darum, ich kannte es halt auch nicht, aber ich gecheckt habe, ach, das ist ein Brag, dachte ich. Also dann gibt jemand an, ich war auf Sylt, dann machen sie direkt Ischgl drauf machen. Aber Ischgl ist momentan ein schlechtes Thema, darum kommen wir. Aber wir sind jetzt beim Thema, beim Quiz, und zwar, ich hab beim Deep Dive auf Instagram gesehen, dass ihr angeblich, jetzt wird gecheckt, jetzt hier, investigativ, dass ihr angeblich alle Hauptstädte der Welt könnt. Wow, ja, haben wir zumindest. Muss man sagen. Ich glaube, du hast 20 Jahren im Urlaub gelernt. Mit 15 oder so, Lage aller Länder und Hauptstadt. Und da sind wir, apropos Sylt, wir waren auf, wo war das, Wangerooge? Da haben wir uns das noch so abgepauscht, die Landeskarte, und auf dem Tandem, eine hatte hinten so die Liste und die andere vorne gelenkt und haben uns das abgefragt. Das war halt so ein Spiel. Unser Vater, der hat uns immer die Bundesminister abgefragt und die Hauptstädte und die Länder. Wow. Und es macht halt nicht Spaß zu sagen, weiß ich gerade nicht. Also haben wir zwei uns dann einfach zusammengesetzt und haben gedacht, so lernen wir einfach alle, dann können wir immer so bam, und wir konnten es auch immer so bam. Mal schauen, was noch hängen geblieben ist. Schon lange nicht mehr gemacht, aber du machst mich gerade wieder heiß drauf. Ich werde es auf jeden Fall wiederholen. Okay. Am Ende nochmal, fand ich, Lisa, hast du die Kurve bekommen. Am Anfang wart ihr ganz schön leise, fand ich, nach meiner Ankündigung des Hauptstädte kommen, war er so, klang so ein bisschen nach Ausrede, meine Linke wartet gestern beim Training, hat schon so ein bisschen gezählt, also ich habe gestern schon eine harte Einheit gehabt, irgendwie, heute lieber gerne so ein bisschen, ein bisschen entspannt, vielleicht so ein Sprint zwischendurch, so 10 Meter, okay, wir fangen an, also wir machen das so, okay. Ich habe, das sind jetzt nur 7 Stück, das sind nur 7 Stück, ja. Okay. Und ich frage jetzt, es ist aber so, muss man vielleicht auch noch sozusagen, nochmal sagen, habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen, dass ihr seid zugeschaltet, remote. Also Anna ist am Chiemsee. Am Chiemsee sagt man dann auch, ne? Auf Mallorca, bei Chiemsee. und Lisa ist in Berlin. Aber Berlin hat diesmal, also Lisa in dem Fall, eine relativ langsame Internet-Connection. Oh. Das heißt, es ist ein bisschen... Ich überlege gerade, ob ich das so machen soll wie eben, dass wir mit Anna anfangen, einfach nur 7-mal fragen und dann rausfinden, wie viel sie weiß, und danach kommt Lisa dran. Ich glaube, es ist besser. Okay. Hört ihr mich überhaupt? Ja, bin ich da? Ich glaube, ein bisschen verzögert, und er hat Angst, dass du dadurch halt im Nachteil bist, weil du die Frage erst eine Sekunde später hörst. Genau. Es ist wirklich jetzt, ich bin da sehr fair gepolt, ja, das heißt an der Stelle, Lisa macht eine kurze Pause, so wie vorhin, jetzt fängt Anna an, weil, ne, also eben war sie ja auch Show-off, und da muss Anna jetzt vorlegen, und leg ab, Lisa, ich mach Daumen, wenn es hochgeht, okay, so, es geht los, ja, sie wärmt sich auf, yes, also,
Ich frage jetzt 7 Stück, ne? Hast auch mal Zeit zum Überlegen, aber wenn es mir zu lange dauert, mache ich einen Countdown. So okay. Ganz. Das Countdown ist so mies, ne? Weil wenn man einen Countdown macht, da kommt die Antwort auf keinen Fall mehr. Voll, so 5, 4. Berlin! Also ich fange an. Wir fangen ganz einfach an. Madagaskar. Antananarivo. Ecuador. Quito. Bhutan. Ich habe jetzt im Kopf Timpu einfach. Timpu sage ich deswegen. Soll ich es einloggen? Ja. Französisch-Guyana. Fünf. Luan. Vier. Einloggen? Ja. Suriname. Suriname, ich weiß, das hatte ich irgendwie, ich hatte so eine Eselsbrücke. Suriname, Namaribu. Suriname, Namaribu. Lesotho. Lesotho. Maseru. Tansania. Da Danze, glaube ich. Da Danze. Das ist verrückt, die Wörter, die kommen einfach. Das ist total geil. Oh je, mal gucken. Lisa zurückrufen. Lisa, ach, Lisa, hört ihr uns? Hört uns gar nicht, ne, Lisa? Sie müsste vielleicht auch mal gucken. Jetzt. Ja, okay. Yo, I'm back. Okay, komm mal. Und? Yes. Jetzt ist ja, verrückt, jetzt, ich weiß es noch nicht, aber das Witzige ist, es kamen so Wörter, die ich seitdem nicht mehr ausgesprochen habe, deswegen weiß ich nicht, wo die herkommen und ob die richtig sind. Aber guck mal, das Schöne ist doch jetzt, dass jetzt kann jetzt Anna zuhören, was Lisa sagt. Ne? Stimmt, und wenn es dann auch, dann habe ich es, ja. Dann werden wir gucken. Jetzt kommen 7 Hauptstädte, okay. Lisa, du hast so viel Zeit, wie du möchtest, prinzipiell, genau, okay. Shaky hands. Wenn es mir zu lange dauert, mache ich so einen fiesen Countdown. Okay. Also, fang an, ganz einfach. Madagaskar. Nicht erschrecken, ich bin's, der Spielverderber Namri. Ja, wenn ihr wissen wollt, ob die Lisa mehr Hauptstädte kennt als die Anna, dann müsst ihr leider eine Woche warten, dann geht's weiter mit dem zweiten Teil. Ihr könnt euch einfach bis dahin vielleicht die Zeit vertreiben, indem ihr uns bei Spotify, das ist jetzt neu, eine positive Bewertung mit 5 Sternen hinterlasst oder bei Apple Podcasts, je nachdem, wo ihr eure Podcasts gerne hört. Ich freue mich, dass ihr hier eingeschaltet habt beim Achilles Running Podcast. Haltet uns die Treue, bleibt gesund, bleibt stabil und vor allem keep on running.